So, hallo, wir machen weiter bei Kirby und das Vergessene Land. Und letztes Mal haben wir uns die Blaupause von der Igelfähigkeit geholt. Und die wollen wir jetzt gleich mal auch einlösen. Also, das heißt einlösen, bezahlen. Damit ich das nicht vergesse. Ja, da ist der Wind. Und jetzt gibt er die Blaupause ab. Sehr schön. Ja, damit... Yay! Wo ist es denn? Ach, hier. Upgrade! Okay. Was kann das jetzt? Okay, sieht halt anders aus. Ist wahrscheinlich stärker geworden. Erklär mir mal, was das für eine Spezial... Also kann der irgendwas mit der Spezialpower, kannst du über den Boden rollen? Rollst du ein bisschen länger? Ja, okay. Okay. Okay, gegen Wind komme ich damit an. Okay, ja, das ist ganz gut. Das mit dem Wind ist vielleicht eine ganz gute Geschichte. So, aber mehr ist jetzt nicht neu, ne? Okay. Na dann, Abflug. Ich denke, wir werden heute auch zum Boss der zweiten Welt kommen. Weil es ist nur noch ein Level und dann ist ja schon das Boss-Level. Na, das hier ist noch und ich schätze, das nächste ist dann schon der Boss. Insofern, gucken wir mal, ob die Stromwasserschnellen uns jetzt lange aufhalten oder ob wir ganz gut durchkommen. Okay, das ist nichts, wo ich zurück kann. Sah so aus. Also ich habe gesehen, dass man da runter kann. Ich will aber erstmal hier weiter gucken. Ah, man kommt automatisch runter. Okay. Ah, das ist bestimmt ein Dings gewesen. Nein, kein Zerstöre die... Okay, schade. Kann ich dir den Wasser fallen? Nein. Okay, dann ist bisher hier nichts gehabt. Oh shit, da oben etwas, da oben wäre was. Okay, da muss ich nochmal drauf. Komme ich da nochmal hin? Ja, sehr gut. Ach so, okay. Okay, jetzt gut aufpassen, dass wir nichts verpassen. Da in der Mitte ist ein Waddle Dee. Nummer 1. 5 Stück gibt's hier, habe ich gar nicht gesehen. Oha. Nein! Gib mir meinen Igel zurück. Gib mir meinen Igel zurück. So, was ist da oben? Da ist was aufgetaucht. Was ist das denn? Ist 3 Konserven. Ah ja, okay. Das ist die Mission hier. Gut. Gut, gut, gut. Okay, hier ist nichts weiter. Ich mag die Musik in dem Level, die ist ziemlich cool.
So. Aha. Ein Arenenkampf. Da habe ich noch genau das Richtige für. Easy. So, ich wollte aber erstmal hier hingucken, ob da noch was ist. Aha. Also das war es aber auch schon. Und hier drüben. Da ist nicht mal eine Blume. Sedge. Na gut. Oh! Bombenblaupause. Nice. Aber die kriegt man dann ja automatisch hier. Die war jetzt ja nicht versteckt, so. Okay. Okay, das hier geht auf. Da muss irgendwo eine Bombe sein. Da oben ist auf jeden Fall was. Komme ich da hin? Von hier. Okay, das war nur das Ding. Da drüben ist die Bombe. Rums. Jawollo. Oh. Hier werden wir wieder zum Boot. Also nicht zum Boot, aber zu dem Ring, der das Boot steuert. Na dann. Ach du grüne Neune. Mit Zeit? Natürlich mit Zeit. Nee, da nicht. Hier geht's weiter. Ja gut, das war jetzt aber nicht sonderlich schwierig. Aber wirklich nicht. Gut. Prima. Sonst hier noch was? Nein. Dann weiter. Yay. Okay, hier ist auch nichts mehr. Sehr schön. Dann weiter. Schalter. Oh, da ist wieder so eine... Ah! Okay, da muss ich die Treppe draufstellen. Das war ein schwieriges Rätsel. Wäre fast dran gescheitert. So. Okay. Mehr Treppenspaß. Wozu? Ich verstehe nicht ganz den Sinn, warum ich jetzt hier die Treppe nehme. Aber vielleicht kommt er ja noch. Ah, hier wird jetzt ein Weg aufgehen. Natürlich. Mach dich mal weg, Kollege. So. Oh, ich brauche Eisfähigkeit. Die war da vorne. Dann kommt jetzt auch wieder, weil ich sie brauche. Genau, der kommt immer wieder. Sehr gut. Tschüss, Igel.
Eis. Da war eine Konserve. Cool wäre übrigens, ich wollte gerade sagen, cool wäre, wenn er auf dem Eis wirklich schlittern könnte und das kann er. Auf dem Wasser. Sehr gut. Ah, und da brauche ich jetzt wieder die Treppe für. Ja, alles klar. Sehr schön. Okay, wie kommt die jetzt da? Okay, jetzt muss ich irgendwie die andere Treppe. Wait, what? Finde den goldenen Fisch, habe ich gar. Ich habe gar keinen goldenen Fisch gesehen, aber ja, cool. Hi, goldener Fisch. Kann ich mit der Treppe irgendwie darüber? What? Ach, da hinten. Ich bin blind, ey. Ich bin richtig blind. Das ist ja nochmal eine Treppe. Alles gut. Alles gut, ich habe die Treppe da hinten nicht gesehen. So. Jetzt aber. Gleich der zweite hinterher. Sehr schön. Easy going. So, dann brauchen wir jetzt nur noch einen. Und auch nur noch eine Konserve. Bruder. Tschüss. So, bisschen auf die Energie achten. Brauche ich dich? Kommst du wieder? Nein. Ganz langsam hier. Da ist ein Schalter erstmal. Ah, der hat hier. Okay, den musste ich sogar drücken. Okay. Ja, I see. Energie wäre nicht schlecht jetzt. Ja, da ist Energie. Gib mir das. Sehr gut. Da ist noch mehr Energie, da ist die Konserve. Nice. So, alles, was wir dann jetzt noch brauchen, ist der letzte Waddle Dee. Kommst du wieder? Brauche ich dich als Schwert? Denke nicht. Oh, Volltreffer. Nee, sieht gut aus. Okay, da ist der Schalter. Aber wir gehen ja erstmal eine Runde umher. Da oben ist nämlich auch nochmal ein Schalter. Haha. Safe für den Waddle Dee. Ah, da ist er ja. Nice. Dann haben wir alles, oder? Goldener Fisch. Oh, eine Mission fehlt noch. Okay. Eine Mission fehlt noch. Irgendeine geheime. Da wird schon nicht gleich das Ziel kommen. Scheiße.
So, ist jetzt halt die Frage, gibt es hier noch die Mission? Sonst muss ich nochmal durch. Wahrscheinlich wieder irgendein goldener Fisch, den ich nicht sehe. Ah, hier ist nichts. Okay, wir werden es rausfinden, was es ist. Plupp. Sehr schön. Was ist die Mission? Oh, oh. Okay, ja, das, da ich im Wasser geschwommen bin, war das dann doch nicht drin. Okay, also, wir müssen den Kampf gewinnen, ohne ins Wasser zu fallen. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt aber geschwind mal. Ja, ihr könnt mal kurz hier das kaputt machen. Alles super. Prima. Der tropische Terror. Uiuiui. Dann gehen wir jetzt aber geschwind mal. Ja, weiß ich doch. Dann gehen wir jetzt... Ja. So. Aber geschwind mal in die Woddle-Dee-Stadt zurück. Weil Bombenblaupause. Bevor wir das vergessen. Bevor wir das vergessen. Ne? Machen wir das. Let's go! Gucke mal. Bombenkette. Ab dafür. Okay, was ist die Bombenkette? Bomben nah beieinander platzieren, wenn du eine Kette bildest. Größere, längere Ketten für die... Okay. Sehen auf jeden Fall jetzt richtig cool aus. Yo. Das ist doch schon optimal, um damit von der Brücke aus zu kämpfen. Die behalten wir doch gleich. Brauchen wir doch keinen Boomerang. Wir nehmen einfach die hier. Die Bombenkette. Chillig. Oh, mit... Wow, wenn ich L drücke, bin ich noch schneller unterwegs hier. Hui. Das ist ja nice. Okay. Da macht es ja viel mehr Spaß eigentlich, auf der Karte zu fliegen, als sich zu beamen. Gut, also gleich runter. Wir wissen Bescheid, wo wir hinwollen. Speedrun Tactics. So. Wann kam die... Ne, hier kam immer noch nicht der Kampf. Der kam es im nächsten Abschnitt. Aber der Abschnitt hier ist super kurz. Ach ne, da oben kam der Kampf. Genau. Also, ich darf nicht von der Brücke fallen. Jetzt gut aufpassen hier. Aber dafür sind die Bomben echt optimal. Nein! Oh mein Gott! Zählt das als im Wasser gelandet oder nicht? Wir werden es gleich wissen. Oh, war das frech. Tschüss. Zählt das jetzt oder nicht? Yes!
Oh, es war knapp. Es war sehr knapp. So, jetzt muss ich das Level wieder beenden, weil es zählt ja sonst nicht. Also das verstehe ich nicht, warum man das nicht einfach machen kann. Hey, du hast die Mission geschafft, du kannst das Level verlassen. Das war wieder zu viel verlangt. Das war einfach wieder zu viel. So, wo war jetzt da der goldene Fisch? Ach, der da. Lol. Wäre mir nie aufgefallen, wenn ich da nicht zufällig reingeknallt wäre. Was es nicht alles gibt. Guck mal, ich habe viel bessere Bomben wie du. Da. In your face. Nein! Bombe! So. Die können wir auch gleich vom Boss behalten. Oh, ich habe die Bomben verloren, merke ich gerade. Mir bald aufgefallen, aber ist egal. Juckt. So, raus da. Puh, okay. Prima. Bossfight. Wir wissen jetzt ja schon, es gibt so Missionen wie keinen Schaden nehmen und so weiter. Ich denke, die wird es auch wieder geben. Deswegen versuchen wir jetzt natürlich gleich den Boss ohne Schaden und so weiter zu besiegen. Mal gucken, ob es hinhaut. Ich schätze nicht. Wir werden sehen. Und dann kommt hier der Dingspark. Sieht zumindest aus wie so ein Freizeitpark mit Riesenrad hinten und so weiter. Aber gut, erstmal hier jetzt. Gucken, was wir alles Hübsches bekommen. An Items, die wir verwenden sollen, können, müssten. Erstmal eine Maxi-Tomato. Schmeckt. So. Wir haben zur Verfügung den Igel. Den Boomerang. Oder das Feuer. Die Frage ist wieder, was wird die Mission sein? Irgendeins davon wird die Mission sein, aber das wissen wir halt vorher nicht. Ich gehe mal mit dem Bumerang. Wahrscheinlich ist es dann der Igel. Ach, gucke mal. Tropic Woods. Ja, da wurde ich schon mal getroffen. Okay, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Boomerang machen will. Ich glaube, mit dem Boomerang ist es nachher unangenehmer als normal. Ich meine, ich kann halt kaum... Ja, nee, komm. Ich glaube, die Fähigkeit ist nicht dafür gedacht. Da knall ich ihm lieber Sterne rein. Und guck dann halt, was uns noch fehlt an Fähigkeiten. Also an Missionen, meine ich. Ups. Boah! Die Bombe selbst ihm reinknallen ist auch nicht schlecht. Ah, wir haben ja vorhin gehört, gegen Wind ist der Igel. Ich glaube, es ist dann wirklich nachher der Igel, den man nutzen sollte. Jo, was geht denn jetzt ab hier? Wird aber richtig wild. Boah, das war ein ordentlicher Sternknall.
Angriff. Okay, da kommt wieder die Bombe. Ja, doch, doch, keine Bombe. Nein, ich habe daneben geschossen. Bam! Ja. Bruder, wie soll ich denn so noch treffen? Ah, danke. Okay, das sind die Bomben. Bam! Einer noch. Und tschüss. Ja, schlechter Kampf, aber hey. Vielleicht haben wir zumindest die Zeitmission mitgenommen. Ich schätze, die Mission wird dann auch der Igel sein. Kann ich mir gut vorstellen. Oha! Was ist denn heute los? Entdecker wird jetzt entwickelt. Okay. Aber jetzt erstmal Sequenz-IQ. Zerstör die Wurzeln. Oh, okay. Ja, das würde auch mit dem Igel, denke ich, funktionieren ganz gut. Oder mit dem Feuer. Feuer könnte es auch sein, wegen Holz. Ja, Feuer klingt eigentlich auch nicht schlecht. Feuer klingt auch nicht schlecht, tatsächlich. Oh, okay, wir kehren erstmal wieder nach Waddledee-Stadt zurück. Ja, das weiß ich. Deswegen bin ich aber eigentlich nicht hierher zurückgekehrt. Ach, guck mal, da ist ein neuer. Der Waddledee-Gelehrte. Wie du fehlende Blaupausen finden kannst. Okay, bisher hatte ich da keine Probleme mit, aber hey. Erzähl doch mal. Okay. Außerdem, also Highscores sind okay. Okay. Ist das ein Code? Ist das ein versteckter Code? Ist das ein versteckter Code? 6054112. Aber vielleicht ist es doch kein versteckter Code. Das sind einfach nur irgendwelche Informationen, die ihr aus dem Internet nimmt. Wie oft jetzt sozusagen Leute schon Maxi-Automaten und so. Ja, okay, das sind wohl keine Codes. Vulkanfeuer weltweit. Der wöchentliche weltweite Rekord für Solo-Job wild beträgt 8.500. Es wurden insgesamt 50 Waddledees bedient. Yo. Erzähl weiter. Der Weltrekord für den Sieg über Tropic Woods mit der Power Normal liegt bei 5,80. Say what? Was habt ihr denn da wieder kaputt gemacht, Nintendo? Okay. Ja. Alter. Ne, jetzt ist gut, danke. Weil diese Statistiken finde ich schon sehr interessant, aber man muss es dann auch nicht übertreiben, ne? Holy shit. So, lass mal schnell jetzt hier den Entdecker verbessern. Zack, ab dafür. Wieso kann ich das jetzt nicht überspringen? Ah, jetzt kann ich. Yo, kann jetzt doppelt schießen. Edler Entdecker. Yo.
Okay. Ja. Ja, genau. Das wissen wir. Okay, interesting. So. Aber ich denke, mehr gibt es hier aktuell nicht zu tun, ne? Oh, die. Okay, die taucht immer wieder auf die Münze. Das ist ja chillig. Na, hier kann ich auch nicht mehr tun. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Bosskampf. Ich würde jetzt erstmal die Feuerfähigkeit nehmen. Ich glaube fast, das ist die Fähigkeit, die hier. Ach so, ja. Okay, jetzt geht erstmal das hier auf. Wie gesagt, ich geh auf Vergnügungspark. Yes. Oh, nice. Oh, das wird eine coole Welt, glaube ich. Mundaria-Ruinen. Ich bin gespannt, was sie alles eingebaut haben. Das könnte eine sehr coole Welt werden. Willkommen in Vundaria. Das könnte eine sehr coole Welt werden. So, aber jetzt erstmal hier. Feuerfähigkeit, it in. Ja, ist doch gut. Ich hab doch gleich eine Maxi-Tomate. Chill doch mal. Kann ich das hier auch schon zerstören? Nein. Okay. So, aber ich bin mal gespannt. Ach Mensch, also das mit dem mich treffen wird, glaube ich, schwierig. Aber ihn so in Brand stecken, das läuft schon mal ganz gut, würde ich sagen. So, jetzt kommen die Wurzeln. Oder auch nicht. Doch, da. Ja, wow. Das war easy. Jetzt wissen wir leider nicht die nächste Mission, deswegen versuchen wir jetzt einfach mal auf Zeit zu gehen. Drauf und tschüss. Nein! Ah, Mann, so knapp. Okay, das Feuer hat den Rest erledigt. Ich hoffe, die Zeit ist jetzt mal drin. Aber wie schafft man das normal? Also ohne Fähigkeit. In 5 Sekunden. Das muss doch wieder irgendein Glitch sein. Geht doch nicht anders. Jawohl, besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten war dabei. Sehr schön. Aber dann gibt's safe auch ohne Schaden und so. Gibt's safe auch ohne Schaden. Uiuiui. Ohne Schaden muss ich halt ein bisschen aufpassen. Ohne eine Spezialpower. Okay, gut, dann machen wir es jetzt mit normal. Alles klar. Aber wie schafft man in 580 in normal? Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das muss wieder irgend. Es sind wieder irgendwelche Glitches, die hier. Weil alles bei Nintendo broken ist. Alles lässt sich irgendwie brechen und kaputt machen. So. Vielleicht ist dann hier gar nichts mit ohne Schaden, sondern. Kommt noch eine andere Mission dazu. Aber ich probiere es mal ohne Schaden jetzt. Ich meine, sollte machbar sein.
So viel dazu. Ah, ich kann ihn selber nicht, okay. Mann, da wollte ich nicht. Also sollte es ohne Schaden geben, wird interessant. Mein Gott. Ach, scheiße. Bombe! Friss das. Ach, komm schon. Ciao! So, immerhin eine Mission ist auf jeden Fall weg. Nämlich die mit Normal. Und wir werden gleich sehen, was die letzte Mission ist. Ohne Schaden könnte kritisch werden. Aber mal schauen. Muss man sich halt ein bisschen konzentrieren. Sollte das jetzt kommen. Plupp. Und letzte Mission. Ja, scheiße. Okay. Okay, okay. Muss ich halt ein bisschen aufpassen. Dann würde ich aber sagen, dafür ist die Feuerfähigkeit schon am besten, weil er da am schnellsten kaputt geht. Eigentlich bräuchte ich jetzt gar keine Energie einsammeln. Aber bevor es die ganze Zeit piept oder so, nehmen wir mal mit. Oder ist die Stachelfähigkeit vielleicht besser? Nee, ich glaube nicht. Feuer fühle ich schon eher. Ich schätze, das ist auch nicht grundlos. Oha. Ich schätze, das ist auch nicht grundlos die beliebteste Fähigkeit, die am öftesten genutzt wird. Am häufigsten. So, gucken wir mal. Also schön aufpassen am Anfang. Ja, man muss ja nicht jetzt hier auf schnell unbedingt sein. Muss ja nur klappen. Das war knapp. So ein runterfallendes Viech hätte mich fast erwischt. Aber zum Glück nur fast. Ja! So, Hälfte haben wir. Okay, da schwebt man einfach mal drüber. Muss ihm wieder erstmal Schaden zufügen. Zumindest einmal oder so, dass ich halt... Ja! Nein! Oh!
Es geht so schnell. Kann ich nicht einfach Neustart machen? Warum muss ich jetzt wieder... Warum muss ich denn erst wieder ganz raus und wieder ganz rein? Wieso kann ich nicht einfach neu starten? Warum? Warum muss ich bis hierhin zurück? Wieso kann man nicht einfach direkt beim Boss neu starten? Was wäre daran zu schwer gewesen? Ah. Vielleicht sollte ich für die zweite Phase auch einfach weiter hinten bleiben. Weil vorrennen, wenn gerade die Wurzeln kommen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Weiß es nicht. Ich bin so ein Trottel. Die Stacheln selber tun nicht. Okay, das wollte ich nochmal testen. Okay, also ich überlege nur gerade, wie ich da am besten... vorgehe. Okay, man sieht eigentlich, wenn die Wurzeln kommen. So, bring mich um. Ach, komm schon. Danke. Ich denke, so komme ich schneller wieder in den Kampf, als wenn ich... Oh Gott, ich verliere Münzen, wenn das passiert. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dann ist das nicht gut. Dann ist das keine gute Idee. Oder sollen wir es auf normal machen? Ich meine... Ich glaube fast, ich mache es mir dadurch schwerer, dass ich zu ihm hin will. Weil mit dem Feuer muss ich zu ihm hin. Und ich glaube fast, dadurch wird es schwieriger. Ich weiß es aber nicht. Weiß es nicht. Das war knapp. Holy shit, war das knapp. Wow, da wollte ich nicht reinrennen, aber ist in Ordnung. Halt, der macht Wind. So. Yeah.
haben wir gleich die Hälfte, jawohl. Es ist halt nur die Frage, immer die gleiche Frage. Nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Schlechte Idee. Wir legen die ab. Ich glaube, ab hier ist normal angreifen. Deutlich effizienter. Ich muss halt nur aufpassen. Ich kann ihn ja von weit hinten angreifen. So, das ist ja nicht schlimm. Dauert halt ein bisschen, aber es ist ja okay. Es darf ja dauern. Geht ja nicht um Schnelligkeit, geht ja um nicht getroffen werden. Jetzt kommen die Wurzeln. Wo chillen die rum? Okay. Ah, schade, nicht getroffen. Oder ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? Ich glaube, ich habe ihn getroffen, ja. Oh mein Gott, da fehlt nicht mehr viel. Jetzt nur nicht aufregen. Jetzt kommen wieder die Wurzeln. Boah. Nein! Ich habe den Schatten noch gesehen, dann war es zu spät. Ah. Aber das ist die Taktik, ja. Komm, bring mich um. Nee, Quatsch, nein. Bevor ich wieder Münzen verliere, nein. Nein, 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 nein. Da gehe ich lieber raus. Bevor ich wieder Münzen verliere, gehe ich lieber raus. Er ist ja bescheuert. Es ist ja echt bescheuert. Es ergibt gar keinen Sinn, aber das ist wieder typisch Nintendo. So. Das hätte jetzt fast schon einen ganz schlechten Start genommen. Ich leg schon mal ab, sonst wird mir das zu kritisch hier. So. Oh shit, jetzt kommen ja die Wolken, die Wurzeln, ne? Erstmal ausweichen, dass wir mich nicht irgendwie treffen. Ich bin hier ganz ungünstig, gerade wenn die Dinger fallen. Okay, ich muss schön hinten bleiben. Ich muss hinten bleiben. Ich habe Zeit, ich kann hinten bleiben. So, das ist das Ding. Ich muss es nicht übertrieben hektisch angehen. Ich kann einfach hinten bleiben. Oh, ja. Gut getroffen auf jeden Fall. Thank you.
eine Wolke, die eine Wurzel abgebrochen. Okay, das war's gleich. Nein, nicht da lang! Mann! Alter, du... Treff doch mal. Okay, jetzt kriege ich dich. Einer noch. Ein Treffer noch. Das war's. Für mich. Das kann nicht wahr sein. Ich dachte, der Treffer reicht. Ich dachte, der Treffer reicht. Ah. Ich hätte schwören können, dass dieser Treffer reicht. Ey. Nee, komm. Feuer ist zu riskant. Schön hinten bleiben. Einfach nur schön hinten bleiben. Ach, scheiße. Dieses Scheiß. So. Jetzt fehlt halt wirklich schon wieder nicht mehr viel. Nochmal Wurzeln. Ja. Schön aufpassen auf die Wurzeln. Mist. Mann, das ist die Scheiße da im Weg da. Okay, die nehme ich. Die ist gut. Ja, die ist gut. Komm her. Ist das Scheißgitter noch weg und das war's. Diesmal aber wirklich. Sheesh. Ja, man braucht halt nur Geduld. So, das ist das Ding. Okay. Alle Woody-Missionen erledigt. Und damit Welt 2. Nee, noch nicht Welt 2 vollständig abgeschlossen. Wir haben noch ganz viele Straßen übrig. Wir haben noch ganz viele Straßen übrig. Die machen wir dann beim nächsten Mal. Hier mache ich aber auch eine Aufnahmepause. Ich habe jetzt wieder genug aufgenommen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.